Sorge für die CDU-CSU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident Lammert, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in der Debatte schon viele Zahlen gehört, insbesondere, dass wir innerhalb der nächsten 15 Jahre verzeichnen müssen, dass die Zahl pflegebedürftiger Menschen in Deutschland stark ansteigen wird. Wir reden über 35%. Wir wissen bereits jetzt, dass im Jahr 2030 3,5 Millionen Menschen pflegebedürftig sein werden, im Jahr 2050 4,5 Millionen. Und was ich an der gesamten Debatte sehr bemerkenswert fand, war, dass wir im Wissen darüber, dass aufgrund der älter werdenden Gesellschaft die Gesundheitskosten steigen werden, gleichzeitig ein politischer und gesellschaftlicher Konsens darüber besteht, dass in die Pflege investiertes Geld gut investiertes Geld ist. Und deshalb stärken wir mit diesem Pflegestärkungsgesetz im besten Sinne des Wortes diejenigen, die sich tagtäglich in der Pflege einsetzen. Wir unterstützen diejenigen, die als Pflegebedürftige unsere Hilfe ganz dringend benötigen. Und das tun wir nicht abstrakt generell, sondern das tun wir konkret individuell. Gerade die nächsten Angehörigen, die eine intensive, herzliche und verlässliche Betreuung und Versorgung übernehmen. Diese Leistung, dieses Engagement, dieser körperlich anstrengende und nicht selbstverständliche Einsatz verdient unser aller Anerkennung und geht weit über das hinaus, was wir mit diesen gesetzlichen Regelungen schaffen. Aber zugleich ist dieses Gesetz auch Wertschätzung, umfangreiche Leistungsverbesserungen, ein verbesserter Pflegebedürftigkeitsbegriff. All dies sind Mosaikteile einer Pflegepolitik aus einem Guss, die am Wohl des Menschen orientiert ist und die allen Pflegebedürftigen zugutekommen wird, heute und in der Zukunft. Und ich möchte an dieser Stelle auch einmal denjenigen Dank sagen, die sich im Pflegebereich einsetzen, die dabei oft ihr eigenes Leben hinten anstellen. Ich möchte denjenigen danken, die in den Pflegeeinrichtungen arbeiten, die in Pflegeschulen für diese Berufe werben, die gerade den Fachkräften erst das Rüstzeug vermitteln, um hochwertig und zugleich empathisch pflegen zu können. Ihnen allen gilt ein ganz großes Dankeschön. Und ich möchte auch den Dank an das Ministerium, ganz besonders an Bundesminister Hermann Gröhe, an den Pflegebeauftragten Karl-Josef Laumann und an die Staatssekretärin Ingrid Fischbach von dieser Stelle sagen und ganz besonders auch an unseren Berichterstatter Erwin Rüttel. Und das sage ich deshalb, weil die Zusammenarbeit äußerst angenehm, konstruktiv und zielorientiert war. Vielen Dank dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Woche feiern wir 26 Jahre Mauerfall. Und in diesen 26 Jahren hat sich vieles grundlegend geändert. Und bezogen auf die Pflege und Demografie heißt das gerade in meinem Bundesland Sachsen-Anhalt, dass man geradezu live und hautnah mitverfolgen kann, wie sich der demografische Wandel im Alltagsleben auswirkt. Wir reden bereits jetzt aufgrund der verzerrten Altersstruktur über mehr Mittel für Pflegeeinrichtungen. Wir haben eine höhere Rate multimorbider Patienten zu versorgen. Zugleich haben wir eine überdurchschnittliche Fluktuation und Mobilität gut ausgebildeter Ärzte, Fachkräfte und Pflegekräfte zu verzeichnen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut und weiß, dass im Jahr 2025 fast 60% der Menschen in meinem Bundesland über 50 Jahre alt sein werden, wir jetzt schon 4% Pflegebedürftige und damit die höchste Pflegequote in Deutschland haben, dann können Sie ja ahnen, wie wichtig das Thema Pflege ist. Und jetzt kann man sagen, na gut, das ist eben ein regionales Problem, aber es ist eben kein regionales Problem. Es ist kein ostdeutsches Problem, es ist ein Problem, das uns alle angeht, weil wir natürlich in den neuen Bundesländern Entwicklungen vorausnehmen, die in anderen Regionen Deutschlands nur zeitlich verzögert auftreten werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Gesundheits- und Pflegepolitik nicht nur einzelne Gesetzesprojekte in den Blickpunkt nimmt, sondern im Sinne ineinandergreifender Zahnräder, wozu auch in den nächsten Jahren die Reform der Medizinerausbildung, der Pflegeberufe gehören wird und die Stärkung der Kommunen im Gesundheitsbereich in den Blickpunkt nimmt. Und dieser gesamtdeutschen Herausforderung werden wir auch mit diesem Schritt, dem Pflegestärkungsgesetz 2, wieder ein weiteres Stück gerechter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn heute mit Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe ein Nordrhein-Westfale die Debatte eröffnet hat, eine Sächsin, ein Rheinland-Pfälzer, ein Bayer dieses Reformvorhaben erläutern konnten, dann passt es doch ganz gut, dass ein Abgeordneter aus Sachsen-Anhalt nicht nur dem Land der Reformation, sondern dem Land der Frühaufsteher den Abschluss machen darf. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, liebe Frau Rabert, das ist doch gelebte Vielfalt mit dem festen Ziel,
die Pflege in Deutschland noch zukunftssicherer zu machen. Und dazu leisten wir heute einen ganz, ganz großen Beitrag. Darauf können wir heute auch einmal stolz sein. Herzlichen Dank.